Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mir geht's schon wieder richtig gut, so gesagt. Und heute geht's um das Thema Gemeinschaft. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay, was mit dem lieben Dominic Magic gespielt hat in Realms Royale. Und schaut einfach mal, wie es geworden ist. Außerdem, wie gesagt, das geht über das Thema Gemeinschaft. Also werde ich hier auch, wenn ich das die Erlaubnis bekomme, hier ein paar Tracks aus der Küche mit einbinden lassen. Das heißt, ein paar Lieder, um das Ganze ein bisschen schimmisch wirken zu lassen. Viel Spaß mit den jetzigen Videos. Egal wie hoch der Berg. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark. Was macht mit uns eigentlich Gemeinschaft? Was tut eigentlich Gemeinschaft mit uns? Gemeinschaft schweißt uns zusammen, Gemeinschaft stärkt uns in unserem Tun und unserem Sein. Wir stärken andere, durch dass wir ihnen vielleicht Sachen anvertrauen. Wir stärken sie, indem wir mit ihnen zusammen über was reden. Sie zum Beispiel fragen, wie es ihnen geht. Wir vertrauen in einer Gemeinschaft oft mehr an, als vielleicht in einer Freundschaft auch, was ziemlich cool ist. Was ist eine Gemeinschaft? Gemeinschaft ist so gesagt eigentlich theoretisch, man hat was gemeinsam, das nur auf eine Gruppe ausgeweitet. Das heißt, zum Beispiel, du glaubst an den lieben Gott. Und dann glauben natürlich viele andere an den lieben Gott. Das heißt, theoretisch eine Gemeinde ist ja auch auf eine Art und Weise eine Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft. Denn sie glauben alle praktisch an dasselbe. Jeder glaubt auf seine Art und Weise, was interessant ist. Ich bin zum Beispiel derjenige, der glaubt, aber trotzdem nicht irgendjemand den Glauben aufziehen will. Weil jeder hat das Recht, so zu leben, wie er leben möchte. Das heißt aber nicht, dass man andere in sein Tun und Sein verletzt. Und das meine ich jetzt nicht mit Worten, sondern ich meine es insgesamt, dass man drüber nachdenkt, was man tut. Eine Gemeinschaft schweißt einen so gesagt zusammen und wir vertrauen, wie gesagt, anderen Leuten was an. Eine Kirchengemeinschaft, worauf ich jetzt einfach mal drauf zu sprechen komme, in denen vertraust du Themen an, strahlst Dankbarkeit drüber aus, was Gott für dich getan hat. Zum Beispiel, Gott hat mich für mich getan. Ich war immer ein bisschen depressiv veranlagt. Sei es seit der Kindheit an, sei es jetzt zum Beispiel. Es ist nicht mehr so. Ich bin ein glücklicher Mensch. Auch wenn sich das vielleicht manchmal nicht so anhört. Manchmal habe ich meine depressiven Phasen. Aber trotzdem, durch diese Gemeinschaft habe ich das Gefühl, gestärkt zu sein. In dieser Gemeinschaft fühle ich mich so frei, so vielfältig. Ich habe das Gefühl, ich will Menschen helfen. Ich möchte, dass es den Leuten in der Gemeinschaft gut geht. Die sind für mich da. Ich habe das Gefühl, dass sie für mich da sind, dass sie für mich beten. So praktisch für mich auch wieder da sind. Man muss nicht unbedingt für diejenigen irgendwas tun. Es reicht doch einfach daran, wenn derjenige an dich denkt. Wenn er dir gute Besserung wünscht. Das hat auch jetzt nichts unbedingt mit einer Gemeinschaft zu tun. Denn eine Gemeinschaft ist auf eine Art und Weise so einzigartig wie je und je. Eine Gemeinschaft ist mit keinem Wert der Welt aufzuheben. Sei es Gold, sei es Smaragde, sei es den neuesten Skin bei Call of Duty, Modern Warfare, was ja bald rauskommt. Achtung, Werbung, nein, Spaß. Kommt ja am 25.10. raus. Ich freue mich auf jeden Fall, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Eine Gemeinschaft schweißt zusammen. In einer Gemeinschaft redest du manchmal über Themen, wo du in deiner Freundschaft nicht drüber reden würdest. Ob es das Thema deiner Freundin ist, dass du gerade nicht mit ihr so gut kannst, weil vielleicht deine Freunde diese Person gut kennen. In einer Gemeinschaft, natürlich baut man da auch Freundschaften auf, aber man ist jetzt nicht so gesagt mit jedem direkt so befreundet, dass man sich mit denen trifft. Aber man hält trotzdem halt zusammen, begrüßt sich auf einer ganz anderen Art und Weise, nimmt sich zum Beispiel in den Arm, fragt einfach, wie es den anderen geht und geht aufeinander ein. Sollte man in der Freundschaft genauso.
Eine Gemeinschaft ist natürlich weitaus größer, weil eine Gemeinschaft ist eine Gruppe an sich. Eine Gruppe, die eine Gemeinsamkeit hat. Ob es ein Bowling-Turnier ist, ob es ist, dass du halt Bowling insgesamt magst und das in der Freizeit spielst, ob du Volleyball gerne spielst oder ob du an was glaubst. Theoretisch ist auch eine Gemeinschaft einfach, wenn du zum Beispiel eine Sexgruppe, ist auch eine Art der Gemeinschaft. Ob du da jemand unbedingt dann anvertraust, dass es dir gerade nicht so gut geht, ist die andere Frage. Ob die Person das jetzt sieht in dieser Gemeinschaft, ist dann wieder dahingestellt. Jetzt endlich, wenn wir jetzt von Gemeinschaften reden, reden wir eher darüber, dass man soziale Kontakte pflegt, dass man sich gegenseitig hilft, miteinander wächst. Dass wenn jemand anderes schlecht geht, dass man versucht, ihn wieder aufzuheitern. Weil man möchte, dass es der Gemeinschaft gut geht. Wenn man in einer Gemeinschaft ist und wirklich diese Gemeinschaft liebt, tun im Sein, einfach liebt, als ob es praktisch eine Familie ist. Also es fühlt sich an wie eine Familie, vermisst man sie natürlich auch, weil es ist halt ein Teil von einem. Und das ist so einzigartig und so genial. Ich werde da vielleicht ein bisschen viel philosophisch, aber ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid. Ich meine, das ist auch eine Gemeinschaft. Ihr seid alle miteinander befreundet. Das ist auch eine Art der Gemeinschaft, natürlich. Wenn ihr, wie gesagt, ja natürlich das Gleiche vertretet. Und das ist einfach nur geil. Weil jetzt endlich, als einzelner Mensch, kannst du dich über dich hinauswachsen. Aber natürlich, wenn du zusammen mit anderen bist, stärkst du natürlich die anderen. Und du wirst auch durch die gestärkt. Denn du vertraust den Themen an, weil du ihnen vertraust. In einer Gemeinschaft gehört es natürlich dazu, dass man sich gegenseitig vertraut. Ist es sonst eine Gemeinschaft? Ja, jetzt endlich ja trotzdem schon. Aber ist es dann irgendwie eine wirkliche Gemeinschaft? Würde ich eher nicht sagen, weil ich finde, in einer Gemeinschaft sollte man sich vertrauen. Eine Gemeinschaft ist halt auch, so gesagt, eine Freundschaft. Das heißt ja nicht, dass man gleich mit der Person befreundet ist, aber man versteht sich mit der Person gut und das ist wirklich genial. Wie gesagt, hatte ich ja darüber geredet, in einer Gemeinschaft betet man füreinander, was jetzt praktisch den Glauben angeht, als auch, dass man aneinander denkt, dass man sich fragt, wie es der Person geht. Zum Beispiel heute kam jemand nicht zur Kirche und ich habe mir gleich natürlich Gedanken gemacht, was mit der Person ist. Und ich finde, das gehört einfach dazu. Wenn du eine Person gut kennst, solltest du auch für sie da sein. Als auch so, um jetzt mal von der Gemeinschaft wegzugehen. Leute, macht die Augen auf. Verschließt euch nicht unbedingt vor anderen, sondern helft, wenn ihr helfen könnt. Es ist so cool, wenn du siehst auf der Straße, ich bin zum Beispiel neulich nach Hause gefahren und da hat sich jemand langgelegt. Und da kamen dann mehrere Leute und haben ihnen einfach aufgeholfen. So ist eine Gemeinschaft. So hält man als Gesellschaft auch zusammen. Man hilft sich gegenseitig und lässt den anderen nicht einfach in der Ecke liegen, nur weil man vielleicht dann Angst hat, zu spät zu kommen. Natürlich heißt es nicht, dass man sich irgendwie dann jedes Mal irgendwie helfen soll. Sondern manchmal hast du einfach auch einen Schock weg. Dann kannst du jetzt endlich nicht helfen. Aber wenn du helfen kannst, helfe mit. Das ist so cool. Eine Gemeinschaft bzw. eine Gemeinsamkeit kann auch natürlich sein, dass jetzt ein Kunde bei dir was einkauft. Beziehungsweise, ja, ist vielleicht keine Gemeinschaft, aber ich will das jetzt einfach an dieser Stelle erwähnen. Ich hatte gestern zwei Kunden und das war so cool, die einfach zu bedienen. Und die haben sich richtig gefreut, dass ich die so gut bedient habe, dass ich ihnen noch Sachen erklärt habe, dass ich ihnen was auf den Weg gegeben habe. Leute, tut Gutes. Schaut in die Welt hinaus, lauft nicht mit verschlossenen Augen, das will ich euch hiermit auf den Weg geben. Und wenn ihr eine Gemeinsamkeit habt mit anderen, teilt sie doch. Ihr findet neue Kontakte. Ihr haltet zusammen und ihr seid nicht alleine auf der Welt. Kein Mensch ist alleine auf der Welt. Es gibt immer andere, die für dich da sind. Auch wenn sie vielleicht gerade nicht da sind. Leute, eine Gemeinschaft ist so wunderschön, einfach und zu begreifen. Also, was kann ich dazu noch sagen?
ich habe ja eigentlich alles so gesagt, was mich so mitnimmt, was so eine Gemeinschaft ausmacht. Fazit jetzt endlich, in einer Gemeinschaft wächst ihr. Wenn ihr ein Hobby habt, teilt es doch mit anderen zusammen. Baut euch eine Gemeinschaft auf. Wenn ihr gerne Spieleabend mitmacht, fragt doch einfach die Nächsten in der Bahn, hey, hast du Lust? Ich mach gerne Spieleabenden. Verbindet eure Hobbys doch einfach. Wenn ihr dasselbe Hobby habt, teilt es doch mit anderen. Ihr braucht doch nicht alleine zu Hause sitzen, vorm Rechner. Natürlich ist das auch eine Gemeinschaft, ein Computer, eine Spielgemeinschaft. Aber jetzt endlich, wenn du denjenigen vor dir siehst und der mit dir redet, vertraust du dir dann nicht noch mehr an? Vielleicht jetzt nicht immer, aber das ist auch eine Gemeinschaft. Also Leute, ihr seid nie alleine, das sollt ihr wissen. Lasst euch stärken, stärkt andere, seid für andere da, seid für andere offen. Und wachst über euch selber hinaus, denn ihr habt das Zeug dazu. Jeder hat das Zeug von euch dazu. Also Leute, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Und wenn euch gefallen hat, dann lasst dort ein Abo da. Lasst dort einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Gameplay und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.